Live von der Sommerbibelschule. Eindrücke und Gedanken zum Jakobusbrief. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, Nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und diese Woche habe ich für euch exklusive Eindrücke von der Sommerbibelschule in Volkenroda. Ja, ich stelle mich kurz vor. Ich habe das vorhin vergessen bei der Startveranstaltung. Mein Name ist Karl, Nachname Seidel, aber das tut nicht so sehr zur Sache. Ich bin glücklich verheiratet seit 9 Jahren und ein paar Monaten. Wir haben 2 süße Kinder, Zwillinge, habt ihr vielleicht schon gesehen. Wenn nicht, ihr werdet sie auf jeden Fall hören. Genau. Ich bin zurzeit im elterlichen Betrieb tätig, darf dort ein bisschen Mädchen für alles machen. Assistent der Geschäftsleitung heißt das, glaube ich, offiziell. Genau, also wir machen Stempel, ein auslaufendes Gewerbe, aber es macht unheimlich Spaß. Nebenbei gravieren wir noch Sachen, genau, also ziemlich vielseitig. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn ich irgendwo hingekommen bin, dann bin ich oft begrüßt worden mit den Worten, ach, du bist ja der Sohn vom Stempelseidel. Ja. Vielleicht kennst du das. Vielleicht wirst du auch über deinen Vater irgendwie definiert oder über deinen Bruder, über deine Schwester, über irgendjemand anderes in deiner Verwandtschaft oder Bekanntschaft. Manchmal ist das so, auch in unseren Gemeinden. Aber ich kenne das irgendwie aus jedem Kontext, dass dir irgendwie so ein Siegel aufgedrückt werden kann. Und ich glaube, der Schreiber des Briefes, den wir uns diese Woche angucken werden, der kannte das auch. Der war nämlich der Halbbruder von Jesus höchstpersönlich. Und ich glaube, wenn du das bist, dann wirst du immer darüber identifiziert werden, irgendwie, ach, du bist doch der Bruder hier von dem superheiligen Rabbi, der da rumgereist ist. Ich glaube, der hatte seinen Ruf weg. Und das werden wir uns gleich noch ein bisschen genauer anschauen. Weil es ist ganz spannend, so ein Stigma, würde ich es mal nennen, kann was machen mit dir. Es kann dich prägen und es kann auch deinen Charakter prägen. Manchmal kann dich das hochmütig machen. Also ich habe auch schon Räume betreten mit der Gewissheit, hey, ich bin der Sohn vom Stempelseidel, ne? Ich bin Unternehmerkind und ich bin wer. Manchmal wusste ich auch, oh, die kennen meinen Vater jetzt irgendwie wegen dem Geschäft, was geplatzt ist, dann habe ich den Raum betreten, oh, ich bin der Sohn vom Stempelseidel, aber nimmt mich nicht als der wahr. Ne? Und mittlerweile bin ich froh, dass ich ein bisschen aus diesem Schatten rausgetreten bin und jemand Eigenes bin. Jedenfalls kann das was mit deinem Charakter machen. Und wir wollen uns heute ganz konkret anschauen, was das mit dem Charakter von Jakobus gemacht hat, beziehungsweise was uns Jakobus mitgeben möchte, wie dein Charakter sein soll. Es geht heute um deinen Charakter. Und wir wollen uns den ersten Vers durchlesen, Jakobus 1, Vers 1. Ihr könnt gern in euren Bibeln mitlesen oder in euren Heften. Es wäre cool, wenn ihr den Kommentarteil heute Abend nicht lesen würdet, sondern mir zuhört, aber feel free. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, seinen Gruß. Also als erstes haben wir den Namen Jakobus und ich habe schon gesagt, hey, dieser Jakobus, das ist nicht irgendwer, sondern das ist der Bruder von Jesus höchstpersönlich. Und ich glaube, das schwingt so ein bisschen mit, wenn er diesen Brief schreibt. Die Leute wissen, von wem dieser Brief schreibt, weil dieser Jakobus ist nicht mehr nur in Anführungsstrichen der Bruder von Jesus, sondern der ist mittlerweile etablierter Gemeindeleiter von der Urgemeinde schlechthin in Jerusalem. Also der ist wer geworden. Aber ich stelle mir das so ein bisschen vor, ich habe mal ein Bild mitgebracht. Ich glaube nicht, dass Jesus und Jakobus so aussahen, aber ich stelle mir das so vor. Es ist jetzt nicht ganz genau bekannt, wie weit die auseinander waren. Jesus war vielleicht auch schon ein bisschen älter, der Altersunterschied größer, aber ich denke, die haben auch zusammen gespielt mal irgendwann oder die Werkstatt ihres Vaters aufräumen müssen. Also es gab genug Lebenssituationen, die bestimmt irgendwie spannend waren und wo Jakobus, der ja kein Heiliger, geisterfüllter Mann, der Sohn Gottes höchstpersönlich war, sondern wahrscheinlich ein Sünder wie du und ich, da schon öfters in Konfrontation mit Jesus war und gesagt hat, hey, bau du doch auch mal Mist. Du bist immer der Heilige hier. Was soll das? Also ich kann mir vorstellen, dass die Stimmung
zwischen den Geschwistern nicht immer so super war. Von Jesus Seite natürlich, aber von Jakobus Seite kann man anzweifeln. Jedenfalls ist es so, dass wir lesen in Johannes 7, Vers 5, dass seine Brüder, seine Geschwister nicht an ihn glaubten. Ich glaube, das war schwierig auch für Jesus, der kein unemotionaler Mensch war und dem seine Halbgeschwister sicherlich auch besonders am Herzen lagen, obwohl er sagt, hey, ihr seid meine Brüder, ihr seid meine Schwester, ne, zu der Volksmenge. Aber ich denke, er hatte trotzdem eine persönliche Beziehung zu ihnen und ich denke, das hat ihn schon auch getroffen. Und vielleicht war es gerade für die Geschwister so schwierig, diese Nähe zu Jesus zu haben, zu wissen, er ist irgendwie jemand ganz anderes. Er ist nur unser Halbbruder, er ist gezeugt vom Heiligen Geist, er ist der Messias, der irgendwie verheißen war, aber irgendwie können wir das auch nicht glauben, weil er war immer zum Anfassen für uns und er war uns irgendwie viel zu nah. Und in dieser Spannung steht Jakobus irgendwie sein Leben lang. Und dann passiert was, wir lesen das, ich habe mich hier verschrieben, in 1. Korinther 15, denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er Kephas erschienen ist, also Petrus und dann noch ein paar anderen und danach, und das finde ich so cool, dass Jakobus hier genannt wird irgendwie, danach erschien er Jakobus dann den Apostel allen. Also Jakobus, sein Bruder, hatte eine persönliche Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. Wahrscheinlich hat es irgendwo um diesen Zeitpunkt rum Klick gemacht. Und Jakobus wusste, dass Jesus nicht nur sein Halbbruder ist, sondern dass er sein Herr, sein Heiland, sein Retter ist. Und so nennt er ihn dann ja auch. Ich habe mal das Knecht durchgestrichen, weil ich finde das immer ein bisschen schwach. Ihr könnt dort das auch durchschleichen. Ich habe jetzt die Folie rausgenommen. Ihr könnt dort Sklave hinschreiben. Ich finde diesen Begriff ein bisschen stärker. Ich erkläre gleich, warum. Knecht, da stellen wir uns irgendwie immer so einen Stallarbeiter vor, der irgendwie bei einem Bauern angestellt ist. Und das griechische Wort doulos meint wirklich Sklave. Das heißt nicht irgendjemand, einer, der an einer Kette irgendwo angebunden ist, sondern jemand, der Eigentum war, der Besitz war, der jemanden gehört hat, der sich jemanden dadurch auch irgendwie zugehörig gefühlt hat. Man konnte dort durch Schuld irgendwie reinkommen, man konnte sich verkaufen, weil man irgendeinen Kredit nicht abbezahlen konnte, man konnte durch Gefangenschaft natürlich, aber das waren die seltensten Fälle, dorthin kommen, aber die meisten durch Schuld. Und manche haben das auch ganz freiwillig gemacht, nachdem sie ihre Schuld abgearbeitet haben, eigentlich frei sein konnten, haben sie gesagt, ich möchte bei diesem Herrn bleiben, weil er so einwandfrei mit mir umgegangen ist. Und wir haben das bei Paulus in den letzten Jahren schon ab und zu entdeckt und hier bei Jakobus finde ich diesen Ausdruck vielleicht nochmal einen Zacken schärfer. Jakobus, der sich vorstellen könnte, hey, ich bin Jakobus, der Halbbruder des Herrn, ich bin wer? Ich hätte vielleicht auch noch hingeschrieben, Gemeindeleiter von Jerusalem, auch wenn das alle wussten, aber wir sind ja oft so, ne? Wir müssen unsere ganzen Ehrentitel irgendwo hinpacken. Und Jakobus schreibt hier, ich bin Sklave Gottes und des Herrn Jesus Christus. Ich gehöre Gott. Ich gehöre meinem Halbbruder. Ich gehöre zu ihm. Er hat mich erkauft. Er hat mich freigemacht. Und er zeigt das ganz klar. Ich bin Sklave statt Bruder. Das ist meine Identität. So sehe ich mich. Und versteht ja bitte Sklave nicht irgendwie negativ. Dieses Sklave, dieses Knecht Gottes kann auch ein Ehrentitel im Alten Testament sein. Aber ich glaube, Jakobus meint es hier echt nicht als Ehrentitel, sondern er will zeigen, hey, das sind die Besitzansprüche. Ich glaube, dass dieser Jesus mich erkauft hat und ich möchte ihm gehören. Und er schreibt diesen Brief den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind. Das sind Leute, die jüdischen Background hatten, Juden, die irgendwie ums Mittelmeer her zerstreut worden waren durch Verfolgung, die sie erleben mussten immer wieder über die Jahrhunderte und die sich dann um das Mittelmeer angesiedelt haben und ab und zu nach Jerusalem gepilgert sind, aber immer wieder zurück. Und dort sind auch christliche Gemeinden entstanden, auch durch die Mission von Paulus später. Aber wir gehen davon aus, dass Jakobus wirklich ein Brief ist, der ziemlich am Anfang geschrieben wurde. Das ist wahrscheinlich ums Jahr 40 rum. Also wahrscheinlich der erste Brief des Neuen Testaments, der verfasst worden ist.
Und deswegen gehe ich davon aus, dass das so diese Christen gewesen sind, die in Jerusalem oder diese Juden, die in Jerusalem zu Christus gefunden haben, sich bekehrt haben, in ihre Heimatstädte gegangen sind und dort in den Synagogen Jesus nachgefolgt haben, auch Jesus verkündigt haben. Und denen schreibt er, den 12 Stämmen Israels gemeint, in der Zerstreuung sein Gruß. Und Jakobus als Jerusalemer Gemeindeleiter fühlt sich natürlich für die auch verantwortlich. Und ich denke, die haben das wahrgenommen. Hey, dieser Jakobus, der hat nicht irgendwie eine falsche Demut, dass er sich hier als Sklave beschreibt, sondern ich glaube, die haben verstanden, der hat einen Charakter, der sich auf Gott ausrichtet. Ein Charakter, der begriffen hat, hey, es geht nicht darum, irgendjemandes Bruder zu sein, irgendwelche Verwandtschaftsverhältnisse zu haben, irgendwelche Ehrentitel zu haben. Es geht nicht darum, dass du in deiner Gemeinde irgendwer bist, dass du der Sohn von dem bist, dass du die Schwester von dem bist, dass du, keine Ahnung, der Cousin, der Freund von jemandem bist. Es kommt nicht darauf an, welches Amt du hast, ob du Gemeindeältester bist oder Putzhilfe in deiner Gemeinde. Es kommt darauf an, dass du zu Jesus gehörst, dass das deine Orientierung ist, dass das deine Beziehung ist, um die es geht. Und wenn du zu Jesus gehörst, dann hast du das Einzige, was zählt. Ich finde dieses Zitat so stark. Es hat mich irgendwann vom Hocker gerissen und es passt, finde ich, hier sehr gut dazu von Paul Washer. Der hat es mal in der Predigt erwähnt. Ein junger Mann kam einmal zu mir und sagte, du hast recht, Bruder Paul. Du hast recht, Jesus ist alles, was wir brauchen. Das hören wir ja oft. Ich sagte, junger Mann, Jesus ist alles, was wir haben. Er ist nicht nur alles, was wir brauchen. Außerhalb von ihm gibt es nichts. Ich würde auch dazu setzen, was zählt. Wenn wir die Seligpreisung oder den Lobpreis im Kolosserbrief lesen, dann verstehen wir vielleicht noch ein bisschen besser, was Paul Washer hier meint. Das ganze Universum dreht sich um Jesus. Und dieser Jesus Christus, unser Herr, unser Retter, ich hoffe, das ist er für dich, der möchte in einer persönlichen Beziehung zu dir sein. Der möchte, dass du ihm gehörst, dass du so dicht an ihm dran bist, dass du sagst, ja, ich möchte ihm gehören. Und ich finde es so großartig, dass Jakobus das begriffen hat und ich hoffe, dass wir das diese Woche auch ein Stück mehr begreifen. Dass wir begreifen, dass das der Ursprung ist von den guten Werken, von denen wir lesen werden. Dass diese Beziehung, dass dieses Band zu Jesus, das ist, was sein muss, um dann seinen Glaubentaten folgen zu lassen. Und Jakobus schreibt dann weiter, ab Vers 2, haltet es für lauter Freude. Und ich finde, hier geht es auch sehr stark um den Charakter. Meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Unser zweiter Punkt soll sein Vollkommen statt Aufgeben. Ich weiß nicht, welche Stürme des Lebens so über dich als letztes hinweggefegt sind. Vielleicht kommst du aus so einer stürmischen Woche. Ich habe mal so ein Bild mitgebracht, was mir immer sturmstark vor Augen führt, wenn so ein Tornado durch dein Leben gefegt ist. Keine Ahnung, was du letzte Woche für einen Anruf gekriegt hast von der Arbeit von irgendeinem Arzt, der dir gesagt hat, hey, dir geht's nicht so gut. Wenn irgendwas in deinem Leben eingetreten ist, dass du Verlust erlitten hast, dass jemand aus deiner Verwandtschaft, jemand, der dir nahesteht, irgendwie krank geworden ist oder sogar verstorben ist. Solche Stürme kommen immer wieder. Und jetzt schreibt der Jakobus, hey, haltet es für lauter Freude, wenn ihr in solche Situationen kommt, die euch vollkommen herausfordern, die euren Glauben herausfordern, die ihn mir auf die Prüfung stellen. Und wir glauben hier natürlich, dass Jakobus und letztendlich auch Gott kein Machoist ist, der uns irgendwie da irgendwas anhängen will oder foltern will und Gefallen daran hat, uns zu quälen. Sondern wir glauben, dass es hier um was ganz viel Tieferes geht, nämlich die Veränderung unseres Charakters, der gebildet werden soll. Und ich habe hier einfach mal ein paar Punkte mitgebracht, die uns
triggern können, irgendwie in Versuchungen, Prüfungen zu kommen. Ich habe schon ein paar genannt. Du kannst entmutigt worden sein, weil du irgendwie eine Kündigung gekriegt hast, weil du irgendwie eine Absage bekommen hast von einer Ausbildungsstelle, weil du mit Krankheit zu kämpfen hast, vielleicht schon länger. Vielleicht hast du auch familiäre Probleme, die ja, dich bis auf die Grundfesten erschüttert haben. Vielleicht sind unerfüllte Wünsche in deinem Leben nach einem Partner, einer Partnerin, nach ja, dem Traumjob. Vielleicht hast du einen unerfüllten Kinderwunsch. Es gibt so viel, was uns in Versuchung oder in Prüfung führen kann. Vielleicht ist es, wie gesagt, ein berufliches Chaos, dass du in Arbeit erstickst, dass du gar nicht weißt, wie es dort weitergeht. Oder dass irgendwie eine Kündigung reingeflattert ist, dass du das gar nicht alles gedeichselt kriegst, dass du gar nicht weißt, wie du deine Familie demnächst ernähren sollst. Das sind alles Trigger, die uns irgendwie treffen können. Und in diesen Triggern glaube ich, dass es drei Kernversuchungen gibt, mit denen der Teufel uns einfangen möchte. Und das sind die drei Versuchungen, die ich finde, die sich durch die Bibel ziehen, die Adam und Eva irgendwie schon getroffen haben, als sie am Baum die Frucht gesehen haben und die Schlange ihnen eingeflüstert hat, hey, ess davon. Das sind die drei Versuchungen, mit denen Jesus konfrontiert worden ist. Und wenn du mal genau überlegst, ich glaube, auf die drei Versuchungen kannst du es reduzieren. Und das ist einmal die Versuchung der Befriedigung. Die Frau hat geglaubt, wenn sie in diese Frucht beißt, dann bekommt sie das, was sie möchte, bekommt sie Befriedigung. Der Teufel wollte Jesus einreden, hey, wenn du von diesem Brot ein Bissen nimmst, dann wird dein Hunger befriedigt. Vielleicht redet er dir ein in so einer Situation, wo du dich absolut elend fühlst. Hey, schau dir diesen einen Porno an und du wirst befriedigt sein. Trink noch dieses eine Bier, dann wirst du befriedigt sein. Greif zu der oder jener Substanz und es wird dir besser gehen. Ich denke, wir alle kennen diese Versuchungen. Vielleicht ist es bei dir auch, dass du sagst, hey, iss noch den fünften Burger, weil es dir irgendwie gut tut, weil du denkst, hey, dann bist du befriedigt. Die zweite Versuchung ist die des Habenwollens. Die Frau wollte diese Frucht. Sie wollte sie besitzen. Und der Mann letztendlich auch. Und der Teufel sagt zu Jesus, hey, ich gebe dir alle Reiche dieser Welt. Und dann wirst du glücklich sein. Vielleicht sagt er dir, hey, wenn du dieses iPhone hast, dann wirst du glücklich sein. Wenn du dieses Auto fährst, boah, dann bist du wer, dann wirst du glücklich sein. Du kannst für dich einsetzen, was er dir ins Ohr flüstern will. Und als drittes die Versuchung der Anerkennung. Adam und Eva wollten sein wie Gott. Sie wollten noch größer sein, als sie Gott schon eh gemacht hat. Die Krone der Schöpfung. Aber das reichte nicht. Der Teufel hat Jesus einzureden versucht, hey, stell dich auf die Zinne des Tempels, spring dort runter und du wirst von den Engeln getragen werden in Herrlichkeit und alle werden sehen, du bist wer? Du bist Sohn Gottes. Du bist der, nach dem sie verlangen. Vielleicht redet er dir ein, wenn du die Position in deinem Leben erreicht hast, wenn du die Stellung hast, wenn du die Anerkennung hast, dann bist du wer? Dann hast du es geschafft. Vielleicht redet er dir ein, hey, wenn du dich dort noch irgendwie an den Posten gemogelt hast, wenn du in der Gemeinde ein gewisses Level erreicht hast, dann bist du wer? Ich glaube, die drei Sachen, wenn du mal deine Sündenliste irgendwie durchschaust, wenn du deine Versuchungsliste querliest, dann wirst du immer das auf die drei Sachen irgendwo runterbrechen können. Und das sollen für uns so Alarmsignale sein, zu sagen, hey, wenn die auftreten, dann ist es dran, dass sich mein Glaube bewährt, dass ich dort reinhau. Und ich habe das heute erst wieder erlebt, hier auf der Sommerbibelschule. Ich darf das Ding zum ersten Mal leiten, ich bin eh gnadenlos überfordert.
Ich moge mich hier irgendwie durch, auch wenn das nicht so aussieht. So fühle ich mich zumindest manchmal. Die Leute sprechen mir immer Mut zu, das ist voll gut. Aber natürlich, ne, wir sind hier da mit zwei, zweieinhalbjährigen Jungs. Und sind eine Familie, die ja versucht, die Erziehung so gut wie möglich zu machen, aber die einen manchmal an den Rand des Wahnsinns treibt. Und dann sind wir irgendwie auch noch ein Ehepaar, ne, was Charakter mitbringt, was unterschiedliche Bedürfnisse mitbringt. Und ich glaube, manche haben uns gesehen, wir saßen heute alle vier irgendwo zwischen Konvent und Infobüro auf dem Boden und waren, ich habe mich völlig am Ende gefühlt. So. Also es war Versuchung hoch 10. Ich kann nicht genau sagen, wahrscheinlich Anerkennung und ja, Befriedigung haben wollen. Es war irgendwie eine Mischung aus allen dreien. Und ich war wirklich kurz davor, irgendwo in irgendeine Richtung abzuhauen und zu sagen, hey, ja, ich mache das hier nur um Anerkennungswillen, ich hau das Ding hin, ne, und will meine Ruhe haben, will da irgendwie Befriedigung haben, dass ich irgendwie eine Harmonie drüber bügel. Und das Coole ist, ich bin so dankbar, dass ich diese Predigt irgendwie vorbereitet habe. Ich bin zum Spielplatz gelaufen mit dem Buggy meiner Jungs, ich habe so gedacht, nee, so nicht. Hab die Jungs bei zwei lieben Schwestern untergebracht, bin zurück zu meiner Frau, wir haben das geklärt und wir konnten irgendwie diese Versuchung umschiffen. Das ist nicht so, dass das immer so läuft, aber ich bin dankbar, dass es heute so gelaufen ist und dass ich jetzt das hier so erzählen kann. Und ich möchte euch Mut machen, es geht nicht um die Punkte, wo du immer wieder fällst, sondern es geht Jakobus hier drum, dass du bestehst, dass dein Charakter standhaft wird, dass du in solchen Versuchungen eben nicht nachgibst, sondern standhaft bist. Bitte vergiss vielleicht sogar diese Ereignisse in der Vergangenheit, wo du gefallen bist, sondern durch Jesus, durch seinen Heiligen Geist, sagt er hier, haltet es für lauter Freude, wenn das kommt und Jesus dir hilft, das zu bestehen, weil dann wird dein Glauben ein anderes Level bekommen. Dann wird er nämlich Geduld, Ausharren bekommen. Ich habe das nochmal hier markiert. Ihr findet die Farben auch in den Heften nochmal. Ich habe das versucht zu übernehmen. Haltet es für lauter Freude. Und das ist nicht irgendwie was völlig Schräges, sondern es ist wirklich so. Und ich habe das schon oft in meinem Leben erlebt, dass ich Sachen nicht bekommen habe, die ich gern bekommen wollte. Und wo mein Glaube an Jesus Christus, meine Beziehung mich dort durchgetragen hat. Und ich gemerkt habe, hey, wenn ich in mancherlei Versuchungen gerade, und mancherlei kann wirklich alles heißen. Das Wort könnte auch mit bunt übersetzt werden, so ein bunter Strauß an Versuchungen. Also da ist nicht irgendwie eine Situation gemeint, sondern es kann alles Mögliche sein, was uns herausfordert. Indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Dass sie Geduld bewirkt, könnte man auch sagen. Dass die Geduld aber ein vollkommenes Werk haben wird, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Und das liest sich jetzt so, hey, wenn wir unseren Glauben bewähren, dann werden wir irgendwie vollkommen, dann werden wir sündlos und dann sind wir die perfekten Christen. Falsch gedacht. Darum geht es Jakobus überhaupt nicht. Es geht nicht darum, perfekt zu werden im Sinne, hey, ich werde sündlos über diese Erde gehen. Sondern wenn ich begreife, hey, durch diese Herausforderung, durch die Versuchung, durch diesen Sturm, der über mein Leben hinweg fegt. Hey, das Einzige, was in meinem Leben stehen bleibt, ist diese Beziehung zu Jesus. Alles andere ist gut und schön und schenkt uns auch ganz schöne, viele geniale Momente. Aber wenn ich es auf eine Sache zusammenstreiche, dann ist es meine Beziehung zu meinem Herrn, meinem Retter, meinem Gott. Und das bewirkt die Bewährung. Das zeigt mir, hey, dieser Glaube, diese Beziehung ist die, die wirklich durchträgt. Ist die, die mir ja Geduld schenkt, auch zu warten. Und dieses Ausharren, dieses Warten soll ein vollkommenes Werk haben. Das heißt, hey, das wird sich ausdrücken in meinem Leben. Ich werde anders handeln, wenn mein Glaube bewährt wird. Das heißt nicht, hey, verfall jetzt in christlichen Aktionismus und tu ein gutes Werk nach dem anderen, sondern aus diesem Charakter, der von deiner Beziehung zu Jesus geprägt ist, wirst du ein vollkommenes Werk haben, wirst du gute Werke tun. Und gute Werke sind nichts Schlechtes. Wir haben immer Angst vor Werksgerechtigkeit. Ich verstehe das, habe ich auch. Du kannst dir deinen Glauben nicht verdienen, darum geht's nicht. Aber dein Glauben an Jesus Christus wird gute Werke hervorbringen, wird gute Frucht bringen. Daran zeigt sich, dass dein Glaube echt ist,
dass er gute Werke hervorbringt, dass du Gutes tust. Natürlich nicht am Fließband, natürlich wirst du fallen, aber du wirst auch Gutes tun. Und freu dich darüber, wie dein Glaube sich bewährt. Freu dich darüber, wie dein Glaube durchträgt. Und freu dich darüber, dass er auch vollkommene Werke hervorbringt. Und dass du einmal verendet sein wirst. Vor allem dann, wenn du bei Jesus sein wirst. Vielleicht nochmal, um das zusammenzufassen. Das Ziel ist es, einen Charakter zu entwickeln, der Gott vollkommen liebt. Man könnte vielleicht sagen, ein Charakter, der verstanden hat auch, dass er von Gott vollkommen geliebt ist. Selbst verwehrte Sehnsüchte nach Sicherheit, Menschenliebe, Macht, Reichtum, Sex und so weiter sollen mich nicht von Gott trennen dürfen. Sollen diese Beziehung nicht kaputt machen dürfen. Und Jakobus sagt, hier ist es nicht zu Ende, sondern ein guter Charakter, ein Charakter, ja, wie wir ihn als Christen haben sollten, verlangt nach Weisheit statt Zweifel. Das ist mein dritter und letzter Punkt. Und wir lesen dann im ersten Kapitel weiter ab Vers 5. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Und ich habe mal so ein Bild mitgebracht von so einer Meereswoge. Ich liebe es ja, am Meer zu sein. Ich bin so dankbar, dass wir in 2 Wochen nach Kroatien fahren dürfen. Ich freue mich da schon richtig auf die Zeit, wieder am Meer zu sein und nicht nur irgendwie so stehende Hitze zu erleben, sondern so eine Meeresbrise, die dann mir um die Ohren flattert. Aber ich kann dieses Bild von Jakobus voll verstehen, dass so jemand, der zweifelt, wie so eine Meereswoge ist, die hin und her getrieben wird. Vielleicht hast du das auch mal so gesehen, dass so Treibholz da drauf ist, dann wird es noch deutlicher. Das schwappt einfach so hin und her. Das hat irgendwie keinen Plan, wo es hin will. Das kann selber nicht entscheiden, wo es hin will, sondern das wird von dieser Meereswoge hin und her getragen. Und genauso jemand ist jemand, der zweifelt. Aber dazu gleich mehr. Nochmal, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott. Und ich glaube, dass diese Verse jetzt nicht irgendwie was Neues anfangen, sondern dass sie auch was mit den Versen vorher zu tun haben. Der sagt, hey, manchmal sind wir ja in so Situationen und wir sagen, ach Gott, was soll das hier alles? Wie soll ich das überhaupt schaffen? Wie soll ich dort bestehen? Und Jakobus schreibt hier einfach, ja, wenn du das hast, dieses Problem, dann ist es kein Problem, ins Gebet zu gehen und zu sagen, hey Gott, gib mir bitte Weisheit in dieser Herausforderung, in dieser Versuchung, in dieser Anfechtung, in der ich gerade stehe. Hilf mir da irgendwie hindurch. Gib mir da gute Gedanken von dir. So bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht. Ne? Der nicht zu dir kommt, ey du Depp, was willst du jetzt Weisheit von mir? Du müsstest doch Bescheid wissen, du hast doch die Bibel schon länger. Ne? Sondern der sagt, hey, klar, du kannst so immer wieder zu deinem Vater kommen und fragen, hey, gib mir bitte gute Gedanken in dieser Situation. Wie soll es da weitergehen? Was soll ich tun? Für was ist das hier alles? Und wir haben diese Verheißung und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Und ich glaube hier nicht, dass es generell darum geht, nie irgendwie so einen zweifelnden Gedanken zu haben, sondern so ein grundlegender Zweifel, der daran zweifelt, dass Gott derjenige ist, der alles in der Hand hält. Vielleicht glaubst du dann so an Gott und sagst, hey, den gibt's irgendwo im Himmel, aber mein Leben hat er irgendwie gar nicht im Griff. Das ist dem völlig aus den Händen geglitten. Wie soll das irgendwie zusammengehen? Oder du denkst, hey, der hat was ganz anderes zu tun. Der interessiert sich überhaupt nicht für mich. Das mit dem liebenden Vater und mit dem Fürsorglichen, das stimmt überhaupt nicht. Ich glaube, das ist ein riesen Eintrittstor, vor allem für liberale Gedanken und liberale Theologie hier, wo wir anfangen, an diesem Gottesbild, was wir vielleicht kennen, zu zweifeln, zu hinterfragen, dort einiges irgendwie auseinanderzunehmen, zu dekonstruieren, nennt man das, glaube ich, heute. Und dadurch bricht viel zusammen.
da verlieren wir dieses Grundvertrauen in Gott. Und darum geht es Jakobus hier. Hey, wenn du dieses Grundvertrauen verlierst, hey, dann brauchst du Gott auch nicht um Weisheit bitten. Weil dann wirst du diese Weisheit entweder mit Füßen treten oder irgendwie ignorieren, weil du denkst, hey, das hilft mir jetzt eh nicht. Und ich habe jetzt hier einfach mal ein paar Punkte mitgebracht, die ich dir mitgeben will. Erstens zu sagen, hey, ich möchte im Glauben Gott wirklich bitten, aber worum soll ich ihn bitten? Du kannst ganz konkret bitten, dass Gott dir Weisheit schenkt, und ich glaube, das sind so die Wege, durch die Gott am liebsten Weisheit schenkt. Es gibt noch sicherlich ein paar mehr, aber die erste ist für mich die absolut wichtigste, durch sein Wort. Gott hat uns dieses dicke Buch nicht einfach so gegeben, sondern es ist vollgepackt mit seiner Weisheit. Natürlich kannst du ganz besonders die Sprüche herausgreifen und die studieren. Du kannst das Buch Prediger lesen, wenn du dann upgraden willst irgendwie, ne, und dich dann noch ein bisschen tiefer in Weisheitsliteratur einarbeiten willst. Aber ich glaube, die ganze Bibel ist durchzogen von dem, was Gott uns mitgeben will. Wir zeigt, hey, so kannst du in dieser Situation reagieren. Und genau das macht ja Jesus auch in der Versuchung durch den Teufel. Was macht er? Er sagt, hey, es steht geschrieben. Und deswegen, um euch das vielleicht auch nochmal motivieren zu sagen, bevor Jürgen die Bühne betritt, Bibelverse auswendig lernen, bringt's in solchen Situationen. Meinetwegen auch zusätzlich noch zu den Bibelversen irgendwie gute Lieder, alte Choräle, das ist auch eine Möglichkeit, die mir oft hilft, hey, zu sagen, hey, da sind so viele tiefe Wahrheiten drin, wenn ich in solchen Situationen bin, dann hilft mir das unheimlich. Dort Gottes Wahrheiten, die letztendlich aus Gottes Wort kommen, mir zu verinnerlichen. Ich weiß noch, vor 3 Jahren, wo wir hier auf der Sommerbibelschule ein Kind verloren haben und ich immer wieder im Auto ins Krankenhaus gepilgert bin, hin und her, das war ein Lied so. Das ist ein Lied If, ich glaube, ich habe das letztes Jahr schon mal gebracht. Da geht es darum, wenn Gott mir alles nimmt, was bleibt da? Ne? Bleibt die Beziehung zu ihm. Und dieses Lied hat mich irgendwie durch diese Zeit getragen, neben vielen Bibelversen. Aber das sind so Gottes Wahrheiten in unser Leben gesprochen. In erster Linie durch sein Wort, durch Lieder, durch gute Freunde, durch gute christliche Freundschaften, die letztendlich auch Gottes Wort in dein Leben sprechen. Such dir, wenn du das noch nicht hast, gute christliche Freunde. Eine gute christliche Freundin, einen guten christlichen Freund, der dir hilft, in solchen Situationen zu bestehen, auszuharren, geduldig zu sein, und dann zu diesem vollkommenen Werk irgendwie durchzudringen. Hab eine gute Kirche, hab eine gute Gemeinde, die dich da unterstützt. Gib dich auch so rein in die Kirche, in die Gemeinde. Lass vielleicht auch mal die Ältesten in dein Leben schauen, und bitte sie da um Hilfe, deinen Leiter, den du irgendwo hast in deiner Gemeinde, und dien nicht nur, mach da nicht nur Sachen mit, sondern sei wirklich Teil von einer guten Kirche, guten Ortsgemeinde. Und vielleicht fallen dir noch ein paar Sachen ein, wie Gott schon in dein Leben Weisheit geschenkt hat. Aber das ist unheimlich wichtig in solchen Situationen, dass wir das haben. Und vielleicht willst du diese Woche damit anfangen. Ich finde das so genial. Ich glaube, Paddy und Katrin hatten die Idee, hinten im Heft habt ihr so Bibelverse zum Ausschneiden, die ihr auswendig lernen könnt. Vielleicht sind das so Wahrheiten, die dich dann in der nächsten Woche, wenn du nicht mehr auf Sommerbibelschule bist, durch so eine Versuchung tragen können. Wahrheiten, die dir dann helfen, zu bestehen, durchzukommen oder wieder aufzustehen, wenn du gefallen bist, und die nächste Versuchung anzugehen. Und nicht so zu sein wie der, der zweifelt. Denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Hey, wenn du dir ein was mitnimmst von heute Abend, ist, sei kein wankelmütiger Christ, sondern sei ein Christ, so wie Jakobus, der sagt, hey, ich gehöre zu diesem Jesus, da passt kein Blatt dazwischen. Egal, welche Stürme in meinem Leben kommen, ich möchte nicht hin und her schwappen wie so eine Meereswoge, sondern ich möchte fest verankert sein in meinem Jesus. Und vielleicht hilft dir diese Woche dabei. Vielleicht ist diese Woche so ein Momentum für dich, der sagt, hey, ich möchte es wieder neu angehen.
Und ich möchte es wieder ganz konkret angehen, indem ich mich auf Gottes Wort fokussiere. Indem ich mich wieder eingrabe in Gottes Wort und seine Wahrheiten auf mein Leben wirken lasse. Mich wirklich verändern lasse von ihm. Und ich möchte euch vielleicht so zum Abschluss dieses Zitat von David Platt mitgeben. Ich werde danach kurz beten und könnt vielleicht noch über diese Predigt kurz nachdenken, vielleicht auch über dieses Zitat konkret. Wenn wir die Herrlichkeit Gottes erkennen, die Jakobus erkannt hat in seinem von seinem Halbbruder, die Schönheit Gottes erleben und uns von der Hand Gottes gebrauchen lassen wollen, müssen wir im Wort Gottes leben. Müssen wir uns von dem, was Jakobus hier schreibt, prägen lassen. Müssen wir uns von dem, was Gott in seinem Wort sagt, prägen lassen. Wenn wir die Herrlichkeit Gottes erkennen, die Schönheit Gottes erleben und uns von der Hand Gottes gebrauchen lassen wollen, müssen wir im Wort Gottes leben. Und dazu möchte ich dich einladen. Grab dich ein in Gottes Wort. Gerade in dieser Woche. Entdecke die Herrlichkeit Gottes. Erkenne die Schönheit Gottes. Und entdecke, wie die Hand Gottes dich gebrauchen wird, wenn du dich auf ihn einlässt. Dafür würde ich gern noch beten und lade euch ein, dazu aufzustehen. Himmlischer Vater, danke, dass wir hier auf Sommerbibelschule sein können. Danke für dein Wort, danke für den Jakobusbrief. Danke für deinen Halbbruder, lieber Jesus Christus, der nicht nur dein Halbbruder ist, sondern der dein Nachfolger ist, der unser Bruder irgendwie ist. Danke, dass wir deine Kinder sein dürfen, weil du uns so sehr liebst. Und ich möchte dich bitten, dass wir das begreifen, dass wir ja deine Sklaven sein wollen, dass wir dein Besitz sein wollen, weil du uns frei gekauft hast. Danke, dass du alles gegeben hast und ich möchte dich bitten, dass wir einen guten Charakter entwickeln. Ich möchte dich für jeden Einzelnen hier bitten, dass du gute christliche Charakter schenkst. Charakter, die ja durch Versuchungen geformt werden, weil sie bestehen, weil sie Geduld lernen und weil sie daraus gute Werke, dass sie vollkommene Werke tun. Und ich möchte dich bitten, dass du uns wirklich gebrauchst in dieser Woche, dass du uns veränderst und dass du uns Segen schenkst durch dein Wort in Jesus Christus. Amen. Das war's für heute. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.